Gewaltige Änderungen in SOD. Es wird einen fetten Server geben. Wow. Zwei, besser gesagt, wird es geben. Ein PvE-Server und einen PvP-Server. Die einen freuen sich drüber, die anderen halt eben nicht. Auf PvP-Servern kann es dann zum Nachteil werden, da es potenziell mehr Störenfriede gibt, was ziemlich nervig werden kann, vor allem wenn man Alts levelt und gegankt wird die ganze Zeit. Friedhof, Leichenlauf macht, glaube ich, keinem Spaß. Aber welche Frage jetzt hier noch offen ist, wenn man jetzt auf einem PvP-Server spielt, kann man dann auch auf den großen PvE-Server wechseln oder halt eben nicht? Ich denke schon, weil in der Vergangenheit hat man gesehen, dass man von einem PvP-Server auf einen PvE-Server wechseln konnte in SOD. Und dem her, denke ich, werden wir das hier auch ähnlich machen. Einen festen Zeitpunkt, wann das umgesetzt werden soll, also die Serverzusammenlegung, gibt es noch nicht. Dazu hat sich Blizzard noch nicht geäußert. Wenn man jetzt rückblickend schaut und uns die Serverarchitektur anschaut von Blizzard, die haben ja das mit diesen Layern eingeführt. Und ich muss sagen, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Bis auf das STV-Event am Anfang, da gab es große Layer-Probleme. Nachdem die behoben wurden, hat das Layer-System wirklich gut funktioniert. Es wurde hochgefahren, wenn mehrere Layer benötigt wurden, und entsprechend runtergefahren, wenn weniger Spieler aktiv waren. Und das hat dann wirklich echt gut funktioniert. Und ich denke mal, wenn die Server zusammengelegt werden, dass es dann ähnlich gut funktionieren wird, da die einfach auch schon mehr Erfahrung haben mit diesen Layer, mit dieser Layer-Thematik. Von dem her bin ich da sehr positiv eingestellt. Kommen wir zu meiner Meinung zu dem ganzen Thema mit der Server-Zusammenlegung. Und zwar, es gibt mit Sicherheit viele Spieler, die auf kleineren bis mittleren Servern gerne spielen. Ich bin generell ein Freund davon, wenn mehrere Spieler, also eine hohe Anzahl an Spielern, ein MMO zusammen genießen können. Ich denke, das wird das Spielerlebnis deutlich verbessern. Es wird einfacher sein, Dungeons, Gruppen, Raids zu finden für was auch immer, Quests oder generell einfach zusammen zu spielen. Vor allem für Leute, die am Leveln sind, wird es einfacher, Gruppen zu finden für Dungeons oder für Elite-Quests. Und vor allem für mich, der größte Punkt, welcher wirklich sehr positiv ist, ist, dass wir jetzt vielleicht zusammen spielen können. Vielleicht sehen wir uns endlich mal in-game, weil viele von euch, die mich gefragt haben, wo ich spiele, auf welchem Server, die meisten von euch waren dann auf einem anderen Server. Das heißt, wir konnten eigentlich selten zusammen spielen. Und ich denke mal, dadurch, durch die Zusammenlegung, wird es uns leichter sein, zusammen zu zocken. Und alleine deswegen finde ich die Server-Zusammenlegung sehr gut, weil wir dann zocken können zusammen. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, das war es auch schon mit dem Video. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr die Zusammenlegung findet, gut oder schlecht. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ihr mindestens eine Woche, sogar länger wie eine Woche, also komplette nächste Woche, werde ich nicht da sein. Da gibt es keine Videos von mir. Ich bin im Urlaub für eine Woche und ihr werdet von mir weniger hören. Ich will den Urlaub genießen, ein bisschen abschalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in der Zeit. Passt auf euch auf und wir sehen uns wahrscheinlich erst die Woche drauf dann wieder. Also, vielen Dank für euren Support und bis bald.